Ich freue mich, dass wir jetzt hier stehen und demnächst gleich in wenigen Minuten den ersten Spatenstich zur Linie 2 machen können. Ich habe mal nachgeschaut, vor ziemlich genau 7 Jahren, fast auf den Tag genau, hat der Ulmer Gemeinderat die SWU gebeten oder beauftragt, schaut mal, ob eine Linie 2 zur Wissenschaftsstadt oder zum Kuhberg Sinn machen. Es ist für uns wichtig, dass wir mit dem Bau der Straßenbahnlinie 2 ja neben dem ganz vordergründigen Verbesserungsangebot für den Nahverkehr ja auch mit einer stadtpolitische, entwicklungspolitische Überlegung damit verbunden haben. Die Stadt wird wachsen, die Stadt wird auch Anziehungspunkt für viele Menschen sein, die zu unseren Schulen, Bildungseinrichtungen oder zu den Unternehmen, die hier ansässig sind, kommen wollen. Ulm gehört ja zu den wenigen Städten, die nicht alles abgeräumt haben, als in den 60er und 70er Jahren man gedacht hat, das ist ein Verkehrsmittel von gestern, die Straßenbahn, das brauchen wir nicht mehr. Und nicht nur eine bessere, andere umweltfreundliche Infrastruktur, sondern wir brauchen dann auch Menschen, die umsteigen im Kopf und dann in der Realität auch sozusagen das Auto stehen lassen und diese neuen Verkehrsmittel nutzen. Die Investition ist auch nicht billig. Alles in allem, wenn man alle Zusatzprojekte dazu nimmt, kommen wir auf an die 180 Millionen. Die sind nicht alle so förderfähig, deswegen bleibt auch vieles an der Kommune, an der SWU hängen. Aber das, was förderfähig ist, das ist auch deutlich über 100 Millionen und dafür gibt es immerhin 80% Zuschüsse. Zu den Finanzen, lieber Finanzbürgermeister, es ist so, Sie sind da. Das Geld ist da. Das Geld ist da. Nein, nein, null. Nein, eins. Lass uns mal hier auch noch schaufeln, das machen wir. Drei, zwei, eins. Vielleicht machen wir mal zusammen.